Hallo zusammen, da bin ich wieder. Ganz viele von euch haben sich eine Storytime gewünscht und deswegen würde ich sagen, Girl, go grab your tea and let's sit down and talk. Bevor wir loslegen, falls ihr mir nicht schon auf Instagram folgt, solltet ihr das vielleicht tun, weil da poste ich täglich aus meinem alltäglichen Leben natural und crazy, just the way I am. Und ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und jetzt lasst uns loslegen mit dem Video. Booyah. Sit down, I got something for you. Okay, ich bin ja ausgezogen aus Greifswald. Es geht ja für mich nach Köln. Und ich war bei meiner Freundin in Berlin. Passt auf. Sie hat noch gearbeitet, also habe ich gesagt, hey, ich gehe shoppen, kein Problem. Ich gehe zu Burger King. Da ist so eine Schwarze. Ich so ganz normal und freundlich meinte so, hey, ich hätte gern Pommes und Onion Rings. Und dann sagt sie, zieht schon so eine Fresse, ne? Ich denke so, okay. Something else? Ich denke so, okay, nein. Okay, how would you like to pay? Ich so, mit der Karte. Und dann dachte ich, okay, die versteht wohl kein Deutsch. Okay, gut, dann auch auf Englisch. Alright. For here or to take away? Ich so, here. Gut, ich gebe ihr meine Karte in die Hand. Sie nimmt, kassiert, ich gebe PIN ein. Sie schmeißt mir meine Karte vor die Hand. Ich denke so, what the fuck? Girl, you want trouble. Nein, okay, das habe ich nicht gemacht, aber das habe ich mir gedacht. Ich dachte so, okay, cool down. Vielleicht hast du ja heute echt einen scheiß Tag oder so. Be neutral, sei neutral. Dann, ich will gerade mein Essen nehmen und gehen, sagt sie. Der nächste bitte. Chicano oder Chicano? This bitch, please. Ich war kurz davor zu sagen, so, ey, komm mal zurück. Ich gebe dir mal einen Tipp. Das nächste Mal sei freundlicher zu den Kunden, ansonsten hast du den Job nicht mehr lange. Ich war so pissed off, weil ich mir dachte so, why can't we black people be nice to each other? Why? Ich bin immer, aber ich meine, diese Erfahrung wird mich jetzt nicht dazu bringen, zu allen anderen skeptisch zu sein. Ne? Ich gebe jedem Menschen jeden Tag eine neue Chance und laufe mit einem weißen Blatt Papier vor der Fresse rum und denke mir, new person, don't judge, you don't know this person. Also so gehe ich immer durch die Welt. Aber dieses Erlebnis hat mich einfach so krass aufgeregt, dass ich gedacht hatte, warum dieser Kindergarten? Why? Why? Bitch, why? Huh? Ich könnte euch noch mehr erzählen. Ne? Es ist so viel passiert in den letzten Monaten. Ich habe das aber nicht alles aufgeschrieben, deswegen kann ich das gar nicht so zurückrufen. Aber es gibt immer so viele Erlebnisse mit Menschen, wo ich mir denke, so, es ist absolut unnötig. Egal, es wird demnächst wieder qualitativeren Content von mir geben. Ich muss jetzt ein Business machen, wisst ihr. mir war einfach danach mal mit euch zu quatschen, einfach so face to camera und euch so ein bisschen zu erzählen, was mir in den letzten Tagen so passiert ist. Ich sortiere noch meine Gedanken und versuche wieder in meinen Videoflow reinzukommen und daher freue ich mich aufs nächste Video, dass es höchstwahrscheinlich wieder an einem Sonntag geben wird. Bis dahin haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao! Marihuana. Klingt wie Marihuana. Okay. For my baby. For my baby.